Also, Rob sagt, er hat News, aber er verkündet er sie... Er verrät es nicht. Er muss verkündet jetzt erst sie nur über den Livestream. Ja. Let's go. Wir sind live. Freunde, wir sind live. Oh mein Gott. So. Ich habe Neuigkeiten, Freunde. Ich habe Neuigkeiten. Und was für welche? Und alle, die jetzt vielleicht verwirrt sind, nein, das ist jetzt noch nicht der 19 Uhr Livestream. Wir machen um 19 Uhr, machen wir hier Business Coaching und sowas. Das ist jetzt einfach nur eine Ankündigung. Eine ziemlich, ziemlich großartige, wundervolle Ankündigung. Wir sind ja alle nämlich schon komplett aufgeregt. Julia filmt nämlich hier gerade wieder für den heutigen Vlog und sie weiß auch noch nicht, was passieren wird. Ja. runter. Julia hat gerade schon, wir müssen jetzt nämlich hier gemeinsam für das Video die Treppe runterlaufen und Julia hat gerade schon geübt, rückwärts die Treppe runterzulaufen. So, warte, kann ich mal warten, Nein, no. Und jetzt ist es zwei Tage vorher. Und heute, keine Ahnung, vor einer Stunde oder sowas. Okay, kurze Erklärung nochmal zu der ganzen Craziness. Erstmal, guten Morgen, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben heute wieder crazy Dinge vor, übermorgen startet die LPC. Aber warum ich mich so gefreut habe, dass wir jetzt auf Instagram die 10.000 voll haben, ist, an sich ist mir eigentlich, wie viele Leute da sind oder so, ist mir eigentlich voll Wurst. So. Weil, keine Ahnung, wenn es jetzt der YouTube-Channel wäre, dann wären 10.000, dann denke ich so, okay, schön, aber im Prinzip bedeutet das jetzt erstmal noch gar nichts. Das Einzige, warum mir das so wichtig ist, ist wegen dieser Funktion. Du hast nämlich bei Instagram die Funktion, dass du ab 10.000 Leuten kannst du in deinen Stories Swipe Up nutzen. Das heißt, du kannst quasi einen Link dahinter packen und dann kann man direkt aus der Story irgendwo anders hingehen. Und das heißt, wenn ich irgendeine Ressource entdeckt habe, irgendwas, was ich empfehlen will, dann muss ich nicht sagen, okay, jetzt geht mal aus der Story raus, geht auf mein Profil, klickt auf den Link, dann öffnet sich Linktree, dann klickt ihr dahin und dann seid ihr dort und darauf hat keiner Bock und das macht keiner, sondern ich kann direkt sagen, wischt die hoch und ihr könnt auf die Seite gehen. Und das ist halt so eine krasse, so eine wertvolle Funktion und dementsprechend freue ich mich gerade hart, dass wir die jetzt nutzen können, aber generell nochmal für jeden, die Anzahl der Leute, wie viele das sind, konkret, ist komplett Wurst. Wenn wir jetzt 10.000 Leute hätten und keiner würde sich um das jucken, was wir machen, dann sind die 10.000 nichts wert. Dann sind die 10.000 weniger wert als 100 Leute, die voll am Start sind und die voll mit einem Commitment dabei sind. So, das heißt, die Weite ist komplett vernachlässigbar. Es kommt immer nur auf die Tiefe an. Und dadurch, dass ich aber der Meinung bin, dass wir von den 10.000 eine ganze Menge dabei haben, die wirklich echt krass am Start sind, ist es halt... ja, einfach heftig schön. Es ist halt einfach wirklich, wirklich heftig schön und das ist das, worauf wir gehen sollten und das ist das, was zählt. Hallo. Ich glaube, er hat sich ertappt gefühlt. Jeder hat jetzt heute, haben wir ihn jetzt gerade ready, Patrick hat das gerade fertig einprogrammiert, haben wir den Business-Phasentest, wo jeder 6 kurze Fragen beantwortet. Hier sieht das bei mir aus. Ich habe immer hier Klick, Klick, noch ein Klick, noch ein Klick, noch ein Klick und so weiter. Und dann können wir das Ganze abschicken und dann kriegen wir ein Ergebnis. Und jetzt habe ich gerade mal geprüft, ob unser Test gut ist. Und ja, er gibt mir mein Ergebnis. Nice. Am Ende kriegen wir nämlich so einen kleinen Text, in welcher von den 7 Business-Phasen wir uns gerade befinden und bekommen da dann eine perfekte Auswertung, wo wir gerade stehen, was gerade wichtig ist, was wir noch ignorieren dürfen, was wir machen müssen, um weiterzukommen. Und dadurch nehmen wir halt diesen Struggle, den viele Menschen immer haben von ich fange jetzt gerade an und denke, ich muss mich jetzt schon mit Verkaufen und Mitarbeiterführung und Skalieren und sowas alles beschäftigen, nehmen wir komplett raus, weil wir genau gesagt bekommen, was ist jetzt gerade wichtig und dementsprechend natürlich auch für uns das meiste aus der LPC rausziehen können. Das heißt, wenn ihr schon angemeldet seid, geht mal einfach rein, kriegt den Pop-Up, dann könnt ihr den Test machen. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann meldet euch auf jeden Fall an. Und auch dann kriegt ihr direkt bei der Anmeldung den Test. Und das ist halt geil, weil dadurch wissen wir individuell, wo ihr steht und können euch natürlich auch ganz anders bei euren Steps unterstützen. Und ihr kriegt halt auch eine Auswertung, was für euch wichtig ist. Und deswegen bin ich super happy über diesen Test und dass wir ihn jetzt fertig haben.
Anna, was machst du denn da? Ich verpacke gerade die allerletzten Workbooks. Wir haben gestern schon ganz fleißig Adressen geschrieben auf die Briefumschläge. Dann festgestellt, dass die Workbooks sehr knapp in die Briefumschläge passen. Also es war eine ganz schöne Fummelei. Deshalb bin ich jetzt froh, dass wir die letzten haben. Tada! Hey Awesome, schön, dass du dabei bist. Cool. Sehr, sehr schön geworden und sehr dick. Genau, also wer mit einer Frage am Start ist, heute besonders Fokus auf das Thema Ideen testen, die ersten Schritte machen, Lean Startup Prinzip, wie kann ich es schaffen, wirklich so die ersten Steps in die richtige Richtung zu gehen und vor allem auch herauszufinden, was das ist, was ich eigentlich machen will. Denn das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass wir uns sehr, sehr oft dass wir sehr, sehr oft ein großer Fan von unserer Idee sind und das ist ja auch absolut großartig, es ist wichtig, dass wir das feiern, aber wir übersehen dann oft, dass das, was wir denken, nicht direkt eins zu eins mit dem übereinstimmt, was andere Leute davon denken. Yeah! Hallo! Wie cool, wie heißt du? Das ging jetzt aber schnell. Ich bin die Anna. Hi Anna. Hi. Wie schön, was ist deine Frage? Meine Frage ist, also ich möchte nächstes Jahr mein eigenes Event starten. Das soll so in Richtung Social Media Event gehen, wo Menschen sich vernetzen und gemeinsam an sich arbeiten und gemeinsam Ideen entwickeln. Und nach einer Zeit habe ich so die Idee, dass da vielleicht auch ein paar Speaker hinkommen und da sprechen werden. Irgendwie so, ja, so von der Idee zur Gründung und diese ganzen Schritte, die man dann eben braucht, dass man das dann alles erarbeiten kann, hören kann. Und ja, mein erster Schritt ist jetzt eigentlich, dass ich eine Webseite bauen möchte. Okay. Ich glaube, dass die Webseite erstmal so als Standbein da sein muss. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Und das wäre jetzt quasi deine Frage, was der erste Step wäre, um da hinzukommen? Richtig. Spannend, geil. Was ist aus deiner Sicht der Hauptmehrwert, den jemand von deinem Event hat? Warum sollte jemand hinkommen? Oder was muss passieren, dass der hinten raus rausgeht und sagt, boah, das war richtig geil? Was kriegt die Person davon, wenn sie zu deinem Event kommt? Sie soll eigentlich merken, dass alles, was sie erreichen will, auch erreichen kann, mit Hilfe dann von anderen kreativen Köpfen, die eben in dem Raum mitsitzen und ihr auch helfen. Okay, wie viele Leute kennst du schon, wirklich als konkrete Namen, die dir in den Kopf kommen, wo du denkst, so, die hätten vielleicht Interesse, zu meinem Event zu kommen? Ungefähr. Sind es 3 oder 12 oder 87 oder 500 oder nur so eine ganz grobe Einordnung? Ich glaube 30, 40. Okay, wissen die von der Idee? Nein. Warum nicht? Also und jetzt alle im Livestream, na toll. Ja, genau. Für mich ist der erste Step, ohne Witz, eine Webseite aufzusetzen, ist eine Menge Arbeit. Ich hasse Webseiten aufzusetzen. Dementsprechend, was ich machen würde, ist nicht direkt in die Webseite gehen, sondern ich würde erstmal mit den Menschen, die du schon hast, die eventuell Interesse daran haben könnten, da hinzukommen, mit denen würde ich erstmal quatschen. Ich würde denen diese Idee pitchen. Ich würde dem, weißt du nicht, wie du connected bist, eine E-Mail schreiben, eine Voice-Message aufnehmen, was auch immer, ein kurzes Video aufnehmen und sagen so, ey, Paul, ey, ich hab doch da, wir sind doch hier connected und so weiter. Ich weiß, dass du Bock hast auf das und das. Ich plane da gerade ein Event. Geht grob Mitte Mai, wollen es in da und da machen. Das soll den ganzen Tag gehen, das soll x Euro kosten, soll kostenlos sein. Das und das wird passieren, das ist der Mehrwert. Könntest du dir vorstellen, hättest du Bock drauf so. Und dann kannst du schon mal die Reaktion abchecken. Du kannst die Fragen abchecken. Du merkst dann kommt irgendwie 7-mal kommt dann die Antwort so, oh, aber ich weiß nicht, bin ein bisschen unsicher, gibt gerade irgendwie viele Events, was habe ich denn konkret davon? Wenn diese Antwort mehrfach kommt, dann weißt du, du musst in deiner Kommunikation besser nochmal nachjustieren und genau rausarbeiten, was ist genau dein Alleinstellungsmerkmal. Denn es gibt eine Menge Events, wo du zum Netzwerken hingehen kannst. So, warum sollten die Leute genau zu deinem Event kommen? Wenn jetzt irgendwie die Frage kommt so, warum ist es denn in, weißt du nicht, in irgendeinem kleinen Kaff so, mach das doch lieber in Berlin oder in Hamburg oder in wo auch immer, da würde ich hinkommen. So, dann weißt du, ah, okay, vielleicht macht es mehr Sinn, irgendwie den Standort zu wechseln und so weiter. Das heißt, du sammelst dir Feedback von den 30, 40 Menschen, das ist der Hammer. 30, 40 Menschen gibt eine Menge Feedback. Mein Ziel wäre es wirklich, mit jedem Einzelnen kurz über diese Idee zu quatschen.
im Idealfall am Telefon, per Voice Message, per E-Mail, auf irgendeine Art und Weise kurz in die Konversation zu gehen, die Idee zu erzählen und zu gucken, was an Resonanz kommt. Und dann kannst du dir die schon mal die 14 Leute einsammeln, die sagen, geil, ich bin dabei, notierst dir die schon mal und dann verbesserst du dein Konzept und dann würde ich rausgehen, dann würde ich eine Facebook-Veranstaltung machen, dann würde ich ein Event machen, dann würde ich es konkret planen. Aber erstmal, bevor du irgendwas nach draußen gibst, ich würde mit den Menschen dich austauschen, die genau hinten raus die Zielgruppe dafür werden. Dann wird es nämlich das Produkt viel besser, als wenn du jetzt einfach direkt eine Webseite startest. Lass mich auslaufen. 5, 4, 3, 2, 1, bing! Das Live-Video wurde beendet. Freunde, das war's. Eine Stunde Livestream, Fragen, Q&A. Das macht so Bock. Wir haben wieder drei oder vier Leute live freigeschaltet. Wie jedes Mal. Das ist echt das beste Tool, was Instagram seit Ewigkeiten an den Start gebracht hat. Und jetzt gibt es das ja auch bei Facebook, habe ich gesehen. Ihr könnt im Livestream wirklich Leute freischalten und macht da Frage-Antwort-Runden, macht da Interviews drüber. Wenn ihr auf Instagram aktiv seid, wenn ihr auf Facebook aktiv seid, probiert dieses Tool aus. Es ist der Knaller. Alle fanden es mega cool. Wir hatten 272 Leute im Stream dabei und hier bis zum Ende echt so viele noch dabei geblieben. Das macht hart Freude. Also ich finde, so wie das Space heißt, fühlt man sich ja auch. Also ja, stimmt. Gell? Also total als Familie, jeder, der reinkommt, ist irgendwie toll. Nee, großartig. Die Leute sind extrem offen. Es sind ganz, ganz viele Menschen, die ein- und ausgehen. Ja, was mich halt tatsächlich outspaced, sind die Gespräche. Sowohl die Interviews, die wir uns ja gerade massig reintanken und jeden Tag wirklich 2, 3, 4, 5 Videos reinhauen, als aber auch die Gespräche mit den Leuten. Ja, generell jeder, der die Tür reinkommt, also man sieht direkt eine Connection zu allen. Ja. Also es ist so schön, jeder ist direkt so. So geht's mir auch immer, ich bin regelrecht überfordert mit den ganzen Gesprächen, wenn ich nämlich auch noch die ganzen schneide und vorwärts und rückwärts anhöre und auswähle, was könnte passen. Und dann, ja, hat man manchmal schon einen Overload, aber es ist auf jeden Fall geil, jeden Abend mit einem Kopf voll Input nach Hause zu gehen. Die Lernkurve ist, glaube ich, ziemlich enorm. Ja, das ist schon sehr abgefahren. Macht wahnsinnig viel Spaß. Seriously? 4.22 Uhr. Mein Arbeitstag ist vorbei, Freunde. Ist das nicht krass? Und wisst ihr, was das Allerkrasseste ist? Mitsamt der Sekunde, wo ich das Laptop zuklappen wollte, haben wir unsere 4.000. Anmeldung für die Awesome People Conference bekommen. Und das wurde natürlich direkt straight auf dem Dankbarkeitsboard hier verewigt. Ganz klarer Fall. Wir sind jetzt anderthalb Tage vor dem Start, 4.000 Anmeldungen. Das läuft doch ganz manierlich. Mal gucken, wie viele morgen reinkommen. Wir haben jetzt heute den krassesten Tag bisher ever. Vorgestern war schon krass, da haben wir 591 Anmeldungen. Heute haben wir, glaube ich, über 900 Anmeldungen. Wenn es so weitergeht, dann machen wir Samstag bis zum Launch 5.000, 6.000, mal gucken, wie viel da noch geht, voll. Was sehr stark ist zum Start und dann während der Konferenz passiert der tendenziell immer noch mal eine ganze Menge. Also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Bei Instagram die 10.000 geknackt, ein krasser Tag, alle Affiliates sind heftig am Start. Calvin Hollywood dreht eifrig seine Kreise, hat schon fast 200 Leute reingebracht, obwohl es noch längst nicht mal angefangen hat und sein Interview erst irgendwann in ein paar Tagen an den Start geht. Also ich bin pretty excited. Workboxen rausgeschickt worden. Irgendwie, es ist voll verrückt, Alter. Es ist ein himmelweiter Unterschied zur Konferenz letztes Jahr. Himmelweiter. Gefühlt ist alles voll geil strukturiert. So, also die ganze technische Komponente kümmert sich Tom Hertestens gut drüber. So, ey, 2,5 Tage geht die Konferenz los. Ich bin da gar nicht so hart involviert. Das Ganze funktioniert alles großartig. Coco hat so großartig die Tour gemeistert. Da hatte ich echt wenig Dinge drin. Coco ist jetzt auch die Ansprechpartnerin für die Praktikanten ist und mit denen die Übungen, die Briefings macht für die Teilnehmerbetreuung für euch. Denn unser Ziel ist ja wirklich, jeden individuell auf seinem Weg zu betreuen und da auch auf euch zuzugehen und euch Feedback zu geben und sowas. Und dadurch, dass Coco das jetzt schon mit unseren ganzen unseren ganzen Tour-Teilnehmern gemacht hat, gibt sie das weiter. Da bin ich gar nicht so sehr involviert. Also meine Aufgabe ist eigentlich nur, so viel wie möglich Traffic darauf zu schicken, Buzz aufzubauen, ganz viele Leute reinzuholen, die Speaker heiß zu machen, die externe Affiliates heiß zu machen, selber eine Menge an Content zu kreieren und hier wirklich mit der brennenden Fackel vorauszulaufen und möglichst viele Leute hier reinzuschmeißen. Und alles andere haben wir schon gecovert. Das ist echt schön. Das ist eine coole Aufgabe. Da habe ich richtig Freude dran. Das ist heftig geil. Freunde, Awesome People Conference, es geht los. Der Business-Phasentest ist auch ready. Und ich werde jetzt einfach mal meine Fresse halten und werde nach Hause gehen. Und werde schlafen gehen. Um 5 Uhr morgens.
Haut rein. Macht den Business-Phasentest. Ohne Witz, das ist echt geil. Ich habe gerade gecheckt, schon 500 Leute, die mitgemacht haben oder sowas. Der ist gerade mal um 18 Uhr in den Start gegangen. Sau verrückt. Sau verrückt. Macht den Business-Phasentest. Und vor allem, ich weiß nicht, wann das rausgeht. Irgendwann am Wochenende wahrscheinlich. Montag. Auf jeden Fall, die APC läuft schon längst. Seid dabei, geht da rein. Ihr habt schon ein paar Interviews verpasst. Wirklich, seid da am Start. Zieht euch die restlichen rein. Es ist sehr, sehr großartig.